Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play Civilization 6 mit dem Polnischen Reich. Ja, erstmal vorab ein dickes Entschuldigung. Die wenigen unter euch, die meine Let's Plays regelmäßig schauen, werden gemerkt haben, dass ich zwei Upload-Tage ausgelassen habe. Entschuldigung dafür. Leider kann ich das noch nicht hauptberuflich machen und da ich in meinem richtigen Job und familiär sehr stark eingebunden war, musste ich leider zwei Tage ausfallen lassen. Nichtsdestotrotz will ich euch jetzt damit eigentlich auch nicht die Ohren voll heulen, sondern wir wollen uns ja dann doch unserem weiteren Spiel und einem hoffentlichen Sieg widmen. Beziehungsweise so die nächsten Schritte, die nächsten Steps dafür angehen. Ich hatte es im letzten Let's Play schon gesagt, das werde ich jetzt auch nochmal kurz wiederholen. Auch ein bisschen für mich, weil ich schon länger nicht mehr gezockt habe, muss ich ehrlich zugeben. Unser nächstes Opfer, oder Opfer weiß ich noch nicht, auf jeden Fall unser nächstes Ziel ist der Amerikaner. Den Amerikaner wollte ich ganz gerne so angehen. Ich würde startend von Berlin aus, was wir hier sehen, also von Süden kommend New York attackieren. Ob ich jetzt New York einnehme, weiß ich nicht, wäre natürlich zu wünschen. Parallel dazu wollte ich aber auch ganz gerne von Norden kommen und das Ganze mit einer noch nicht existenten Marine. Also die befindet sich hier schon so halb im Aufbau. Also hier ist schon ein Schiff, da wird schon ein Kriegsschiff produziert und das wollte ich jetzt ein bisschen weiter vorantreiben. Plus würde ich ganz gerne ein bisschen auf Flugzeuge zurückgreifen, weil die haben auch eine gewisse Reichweite, was zumindest die Bomber angeht. Darum baue ich auch hier schon im hohen Norden ein Flugplatz. Das wäre so, ja, so ganz grob die Idee, was bis dahin aber noch fehlt. Ich muss auf jeden Fall meine Landtruppen oder mein Heer, was zu Lande kämpft, aufbessern. Also ich brauche zumindest hier die mechanisierte Infanterie, weil der Army ist schon so weit, der hat die schon. Und ich sollte eigentlich auch ein bisschen dafür Sorge tragen, dass ich zumindest eine rudimentäre Luftwaffe habe in Form von Bombern bzw. Kampffliegern, was ich auch noch nicht habe. Also ihr seht, wir haben relativ viele Aufgaben, die ich angehen muss. Parallel dazu muss ich auch noch verhindern, dass Perikles, der Grieche, den Wissenschaftssieg einholt. Das wollte ich nebenbei mit meinen Spionen machen, die ich in sein Reich schicke und hoffentlich die Raumfahrt bzw. die Weltraumhäfen sabotieren. Ob das so alles klappt, wie ich mir das vorstelle, sehen wir mal. Der Deutsche ist auf jeden Fall vom Schachbrett. Der ist weg, das ist auch ganz gut so. Wir haben ja Bremen dafür bekommen. Bremen wird ausgebaut zu einer Festung, weil Bremen soll uns später noch dazu dienen, den Griechen zu ärgern. So, jetzt habe ich genug geredet. Machen wir mal eine Runde weiter und schauen, was die so für uns bereitet. Oh, Ari kann ich erstmal noch setzen. Ach ja, er hat dann noch schnell eine nachgebaut. So, eine Runde weiter. So, ich habe ein bisschen Probleme mit Unannehmlichkeit. So, aber mein Reich ist noch fest im Hand der Turtologie, außer Berlin. Ja, da muss ich jetzt noch ein bisschen was machen. Da habe ich aber schon einen Inquisitor losgeschickt. Der ist da. Der kann in der nächsten Runde sein Werk tun. Das Schöne ist da jetzt auch, der Krieg mit Amerika, ach, mit Amerika sei schon, mit Deutschland vorbei ist, kann sich jetzt Hattusche auch wieder erholen. So, keine Sorge, meine Truppen ziehen nur vorbei. Ich mache nichts. So, also Hattusha muss ich regenerieren. Weil Hattusha, also diesen Stadtstaat, brauche ich ja zwingend als Puffer hier zum Ami. Was eigentlich ganz gut ist. So, arbeiten wir mal die Meldung alle ab. So, du bist hier stationiert. Hier brauche ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Produktion. Die Städte müssen ja gar nicht mehr so krass wachsen. Mir ist da echt Produktion wichtiger. So, leider haben wir echt keinen wirtschaftlichen Stadtstaat. Gut, dann schicken wir dich mal nach Warschau. So. So, genau, hier habe ich einen Händler hingeschickt. Ich glaube, ich reize die Kapazität mittlerweile auch aus. Ah, nee, guck mal, ich hätte sogar noch Platz. Gut. Du reparierst erstmal fleißig. So, hier brauchen wir auf jeden Fall, ja, was brauchen wir denn in Berlin? Oh, Produktion ist nicht schlecht, Nahrung ist auch sehr gut.
So, trotzdem muss ich die Stadt jetzt ein bisschen anbinden, weil die soll ja auch Frontstadt werden und ich brauche Straßen, damit sich meine Truppen schnell bewegen können. Also am liebsten wäre nämlich Krakau. So, plus, ja, machen wir mal. So, die schicken wir dahin. So, ja, ich habe Probleme mit Unannehmlichkeit. Ich weiß, aber ich weiß auch nicht, was ich da jetzt auf die Schnelle gegen tun kann. Also Quecksilber habe ich, Gips habe ich. Mit dem Ami-Handeln bringt mir im Moment noch nichts. So, was können wir denn? Färbemittel habe ich ja auch mittlerweile. Das, ich habe ja alles schon. Ja, dann bringt mir das jetzt gerade gar nichts. Ja, stimmt, ich hatte sogar schon Färbemittel. Habe ich das richtig gesehen? Ja. Okay, das bringt mir nichts. Allerdings, ich habe ja mehrere Städte. Gut, ich muss, denke ich mal, auf die Gebäude zurückgreifen, die mir eine lokale Annehmlichkeit bieten. So, jetzt wollte ich eine Sache aber noch machen. So, hier vertreiben wir jetzt erstmal schön den Katholizismus. Parallel dazu, ich hatte hier unten noch einen Apostel gesehen, der hier nur rumstand. Schicken wir dich auch schon mal dahin. So. Dann müssen wir uns, ja, was heißt beeilen? Das ist ja ein rundenbasiertes Strategiespiel. Wie soll ich mich beeilen? Ich würde eigentlich ganz gerne noch sehen, was hier so New York kreucht und fleucht. Der hat schon P-51 Mustang, also Kampfflieger, das ist die Spezialeinheit der Amis. Und ich habe hier auf jeden Fall in seiner Stadt sehr, sehr viele mechanisierte Einheiten gesehen. So, was ich aber nicht gesehen habe, weder von ihm noch von Perikles, sind Marineeinheiten. So, du verbreitest hier mal die Turtologie. Dich schicken wir nicht auf Kuschelkurs, du gehst auf eine Spionagemission. Da geht es mal ein bisschen ins amerikanische Reich. So, und die hier schicken wir alle fein an die Front. Und da bin ich sogar überlegen, die könnten jetzt auch Korps bilden eigentlich, weil der hat auch relativ viele. Das sollten wir eigentlich ganz geschickt einfädeln. So. Ach, überall kein Platz, hier ist ja schrecklich. So, und weiter. Also ich würde jetzt hier schon mal meine Truppen sammeln auf jeden Fall. Das ist halt die Frage, wie man da vorgeht, was jetzt einen Kriegseintritt angeht. Also ob ich wirklich nur meine Landtruppen hier lasse und wirklich aktiv auf New York schicke oder nur versuche, seine Truppen zu binden und mit der Marine dann versuche, Washington einzunehmen. Allerdings würde das nicht reichen, nur mit der Marine. Wenn man die Zeitung nicht liest, ist man nicht informiert. Weil ich nehme die Stadt ein und er könnte sie dann relativ einfach über Land wieder zurückerobern. So. Wir haben das Funkwesen abgeschlossen. Das hat die Forschung bzw. diese Ausrichtung entsprechend gepusht. So. Sehr schön. Wenn man die Zeitung nicht liest, so, gucken wir uns mal die Politik an. Da gibt es, glaube ich, aber nicht viel zu ändern. Das lassen wir hier. Das lassen wir hier. Wir wollen Gold. Wir wollen Forschung. So. Nö, ich glaube, das lasse ich sogar alles so. Das gefällt mir. So, du. Ja, komm, zieh mal weiter. So. Dich schicken wir hier an die Front. So, und du bildest eine Einheit mit ihm. Das Schöne ist, dann hat die hier schon mal eine Beförderung. So, genauso wie. Ne, dich schicken wir mal hier hin. Dann kannst du mit dem hier ein Korps bilden. So, haben wir hier überhaupt noch eine fremde Religion? Nee, das sieht ganz gut aus. Dann kannst du hier mal schlafen. So, aber du verbreitest auf jeden Fall nochmal die Religion. Gut, haben wir hier schon mal die Turtologie. So, du hier hin. Ja, die Frage ist, was mache ich hier mit den Flügelhusaren? Kann ich nicht aufpimpen? Bringt mir nicht viel. So, arbeiten wir mal die Meldung ab. Ja, wir haben nach wie vor Probleme mit Unannehmlichkeit. Das kann ich im Moment nicht ändern. Ich muss jetzt den Aufbau meiner Kriegsmarine vorantreiben. Ja, wir haben Probleme mit Wohnraum. Wir haben Aluminium. Das ist schon mal ganz gut. Wir haben einen Technikbonus bekommen. Wahrscheinlich, weil wir hier eine Aluminiummine haben. So, und wir können forschen. So, jetzt lasst mal überlegen. Also, wenn ich straight
hier drauf gehe, fehlt mir, okay, das ist gepusht, das ist schon mal ganz gut. So, das hier aber schließt ein Forschungsabkommen ab. So, ich gehe jetzt schon mal hier hin. So, und ich brauche 3 Doppeldecker. So, die könnte ich ja schon mal bauen, sobald ich hier meinen Flugplatz habe. So. So, was ist sinnvoll? Du gehst hier hin. Ja, okay, Armbrustschützen, sehr gut. So, hier bauen wir nochmal einen Händler. Wir haben da noch Kapazitäten. Die sollte man nach Möglichkeit natürlich immer ausschöpfen. So, und... Ja, kann ich mir irgendwas Schönes kaufen? Nee, kann ich nicht. Runde weiter. So, was passiert denn hier unten? Hier unten habe ich ja auch mal ab und zu ein paar Truppen von dem Griechen rumfleuchen sehen. Okay, im Moment ist da nichts. So, was machen denn meine Spione? So, der ist unterwegs nach Sparta. In 2 Runden hat er hoffentlich hier die Raketentechnik sabotiert. So, das ist... Also hätte ich jetzt nicht so ein Problem damit, dass der Grieche kurz vorm Wissenschaftssieg steht, würde ich sogar nach New York einen Spion schicken, um mal zu gucken, was der an Truppen hat. Weil ich muss sagen, das, was ich bisher sehe, ey, der hat hier noch eine Feldkanone. Gut, die habe ich auch. Dann läuft er hier noch mit Armbrustschützen rum. Also das... Es kickt mich jetzt nicht unbedingt, ne? Gut, der hat einige von diesen schweren Panzerabwehreinheiten. Die habe ich aber auch bald. Das sollte eigentlich gehen. Was ich versuchen könnte, wäre vielleicht mit Teddy ein Forschungsabkommen abschließen. So. Das will er gar nicht. Details festlegen. Sagen wir mal Kompositwaffen. Und Kompositwaffen. Guck mal, das wird er sogar machen. So, das ist sehr gut, weil damit pushe ich das hier. Warum hat er das denn jetzt nicht gepusht? Vielleicht zählt das erst nächste Runde. Das ist ein bisschen schade. Da hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass er sagt, yo, das macht, das pusht das hier, weil es ist doch abgeschlossen. Hm, komisch. So, hier haben wir jetzt eine Militärakademie abgeschlossen. So, was wird hier Sinn machen? Einheiten wäre ja nicht schlecht. So, ich glaube, ich baue hier meinen Aufklärungsballon. Der gibt mir ja eine Reichweite für meine Artillerie. Die nehme ich sehr, sehr gerne mit. So, du parkst hier oben mal. Genauso wie du. Genauso wie du. So, dich schicken wir hier hin. So, ich muss ja sagen, ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr an Truppen, also an Nahkämpfern. Scheint nicht der Fall gewesen zu sein. So, Flügelhusser, ich kann dich wirklich noch gut gebrauchen, nicht. So, dich schicken wir hier hin. Und jetzt wollte ich es eigentlich so ähnlich machen wie damals bei der Belagerung von Aachen. Also vorne natürlich die Nahkämpfer, dahinter meine Artillerie. Dabei fällt mir auf, dass ich echt noch ein paar Nahkämpfer brauche. Gut, aber die können wir ja produzieren. Gut, Runde weiter. So, ich muss auch sagen, ich hoffe mir jetzt natürlich auch so ein bisschen mehr Push durch meine... eben erst eroberten Städte. So, Technikbonus, Kompositwaffen. 50% brauche ich auch. So, ach ja, jetzt wurde es gepusht. Seht ihr? Sehr schön. So, jetzt wurde in Aachen auch noch mein Industriegebiet geplündert. Toll. So, Forschungsabkommen hat für einen wissenschaftlichen Durchbruch gesorgt. Sehr schön. Sehr schön. Die Mission meines Spions in Griechenland war erfolgreich. So, du wiederholst den Weg hier. So, was ist denn hier los? Was gibt es denn hier für andere Religionen? So, du... Lass mal überlegen. Du gehst mit dem hier einher. Zack. Du gehst hier hin. So, jetzt haben wir hier... schön die Truppen aufgebaut. Du bleibst hier noch eine Runde.
So, also der hat jetzt hier schon mal die Raketentechnik gestört. Das ist schön und auch wichtig. So, dann schicken wir den jetzt in die nächste Stadt. Aber vorher gucken wir mal, wie du befördert werden kannst. So, Stieltechnologie mit 2 Stufen mehr Erfahrung ist sehr schön. Benötigt keine Zeit zur Präsenzentwicklung in einer feindlichen Stadt. Zeit für Abschluss aller Missionen um 25% verringert. Das nehme ich auf jeden Fall. Der wird dann gleich in die nächste Stadt geschickt, wo er ein bisschen Terror machen kann. So, hier habe ich jetzt einen Flugplatz fertiggestellt. Jetzt würde ich hier am liebsten einen Doppeldecker bauen. 7 Runden, meine Fresse. Aber warum ist denn die Produktion hier so dermaßen lahmarschig? So. Dort 8 Runden, Hangar. Komm, das machen wir. Können wir denn hier irgendwas Schönes kaufen? Kaufen wir einen Händler. Die Handelskapazität müssen voll ausgeschöpft werden. So, können wir denn hier Truppen bauen? Am liebsten in 10 Runden, das ist mir zu lang. Komm, dann bauen wir eine Werkstatt. So, du wirst hier erstmal ein paar Quellen beschaffen. Und dann hier auch versuchen, die Raketentechnik zu stören. Verteidigungsmodus. So, ein Blick mal hier drauf. Okay, wir müssen jetzt gucken, wo der Grieche noch, gut, da sehen wir ja gleich, Raketen bauen kann, sprich Weltraumhäfen hat. Also hier in Rhodos hat er auf jeden Fall noch einen. Das hier müsste ein Weltraumhafen sein. Genauso wie hier in Argos bzw. Pharsalos. Obwohl in beiden Städten sogar da und da. Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr seht, es wird nicht langweilig. So, eine Runde weiter. So, eine Idee wäre natürlich auch, irgendwie schnell auf Atomwaffen zu gehen. Und damit den Amerikaner bzw. den Griechen zurück in die Steinzeit zu bomben. Was auch nicht schlecht wäre. Das wäre natürlich auch nicht ganz verkehrt. Ich bin gerade überlegen. Wäre das eine Möglichkeit zu sagen? So, das gucken wir uns gleich an. Wäre das eine Möglichkeit zu sagen, dass wir, Moment, ich will erstmal meinen Gedankengang zu Ende bringen, eine Atombombe auf New York abschmeißen, unsere Truppen hier eigentlich gar nicht bewegen und einfach warten, bis der Ami eventuell kommt. Was ja auch kaum passieren dürfte, weil wir ja hoffentlich alles verseucht haben und die Truppen durch den atomaren Blitz verreckt sind. Und parallel aber von Norden in Washington einfallen. Könnte schon fast eine Überlegung wert sein. Naja, arbeiten wir mal die Meldung ab. So, wir können eine große Persönlichkeit rekrutieren und zwar einen großen Ingenieur, finde ich gut. Der bringt nämlich Annehmlichkeit und Wohnraum. So... Dich schicken wir in eine andere Stadt. Und zwar... Nee, nicht Washington. So, also Athen hat schon mal gespart. Da ist schon einer. Dann schicken wir dich jetzt... wo geht's schneller hin? Ah, ist eigentlich egal. Nach Rhodos. So. So, hier. Oh, die Stadt ist produktionstechnisch mehr als schlecht. Obwohl, es geht sogar eigentlich. So schlecht ist die jetzt eigentlich gar nicht. Würde ich mal behaupten. Machen wir hier einen Spion. So, Ketzerei vertreiben. Postel zum Einsatz. So, den Händler hier, den belassen wir auch in meiner Hauptstadt. Der soll mal ruhig ordentlich Produktion ranholen. So, eine Runde weniger, immerhin. So, du holst ja auch ordentlich Produktion ran. Die schicken wir hier hin. So, jetzt haben wir alle Wege ausgereizt. Das ist schon mal ganz gut. So, So, der hat 2 Ladungen. So, das ist die größte Stadt in meinem Reich. Das heißt, hier kommt Annehmlichkeit hin. Und dann schicken wir dich auch noch nach Krakau als nächstes. So, hier haben wir noch ein bisschen zu tun. So, und hier oben, was bauen wir denn hier mal Schönes? Okay, guck mal, das geht sogar. 7 Runden für eine Infanterie. Eigentlich nicht schlecht. 7 Runden wird auch nur ein Doppeldecker dauern.
Komm, dann bauen wir direkt eine Armee. 15 Runden dauert zwar, obwohl, 15 Runden ein bisschen zu lang. Machen wir doch lieber einen Chor. Na, wo ist es? Bin ich jetzt gerade blind, oder? Wo ist denn die Infanterie? Ja, das gibt's doch nicht. Habe ich Tomaten auf den Augen? Das jetzt auswähle. Und... oh, da ist er auf einmal wieder. Egal. Also, machen wir einen Chor. Gut, schauen wir mal, wo wir stehen. Also, jetzt ist noch nicht so viel passiert, aber ich denke mal so, das Ziel ist eigentlich klar. Ich werde schnell, ich werde versuchen, schnell hier hinzukommen, dass ich auch mechanisierte Infanterie habe. Ich konnte schon ganz gut das hier boosten. Das ist schon mal im Vorfeld passiert. Chemie kann ich jetzt auch mein eigen nennen, weil ich über ein schnelles Forschungsabkommen das auch geboostet habe. So, jetzt müssen wir nur noch dahin. Das dauert ein bisschen. Dann habe ich zumindest schon mal mechanisierte Infanterie. Die brauche ich zwingend, weil die Infanterie das Rückgrat meiner Armee darstellt. Und da ist er einfach weiter. So, das mache ich. Parallel werden hier schon fleißig Schiffe gebaut. Schiffe. Und im nächsten Step würde ich dann ganz gerne auch zusehen, dass ich noch irgendwo einen zweiten Spion oder einen dritten Spion bekomme. Das wäre mir eigentlich nochmal ganz wichtig. Und ich kann sogar in 4 Runden auch meine Politik ändern, beziehungsweise meine Regierungsform. Das wäre mir auch nochmal ganz wichtig, um mehr Sozialkarten spielen zu können. Parallel habe ich es schon mal geschafft, hier in Athen die Raketentechnik zu stören. Das ist sehr wichtig, weil ich glaube, dass in seiner Hauptstadt da am meisten für getan wird. Das heißt, da haben wir uns schon mal so einen kleinen Puffer bzw. ein kleines Zeitfenster erkauft. Und da muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, die nächsten Runden, nächsten Let's Plays werden halt davon geprägt sein, die Armee weiter aufzurüsten, uns in Stellung zu bringen, ja, und uns dann so langsam auf den Marsch Richtung Washington bzw. New York gefasst zu machen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr auch mit mir diesen Weg geht. Falls dem so ist und falls euch auch dieses Let's Play gefallen hat, dann klickt auf jeden Fall auf den Gefällt mir-Button und abonniert auch meinen Kanal durch einen Klick auf das Logo, was jetzt hier in der Mitte erscheint. Ich freue mich auch immer über Feedback und konstruktive Kritik und sage bis zu einer weiteren Runde Civilization 6 mit dem Polnischen Reich. Auf Wiederschauen!